Jetzt sind alle in Position und da ist der Start erfolgt zum großen Preis von Rossmann 1600 Meter. Die Distanz. Und Cesara setzt sich an die Spitze vor Skye Aussen, Broderie und dann die Sol Canary. Das sind die ersten vier Kandidaten, dass sie die Gegenseite hineingeht. Cesara vorneweg mit Skye, der Schimmelstute in zweiter Position. Die Sol Canary ist an der Außenseite drittes Pferd. Dann sieht man Broderie in den blauen Godolphin-Farben dicht auf. Das ist das Quartett an der Spitze. Da sieht man Danica mit Emerita vor Viva Gloria und Cabarita. So kommt das Feld aus der Gegenseite heraus. Raus und biegt gleich in den Schlussbogen ein. Cesara vorne weg. Dahinter sieht man Skye Aussen in zweiter Position. Broderie an der Innenseite. Die französische Stute ist dicht auf. Weiter an der Außenseite Nika mit Isol Canary. Dann sieht man Emerita und dahinter dann an der Außenseite auch dicht auf Folie de Louise, gefolgt von Armance. Dann Viva Gloria an der Innenseite Dina in den Röttgener Farben. So geht es in Richtung des Einlaufs. Cesara weiter vorne wird dann bisschen kürzer außen. Da ist Broderie zur Stelle in den Godolphin-Farben. Cesara aber noch mit dem Kommando. Emerita versucht es innen daneben. Cesara nach vorne mit Broderie außen. Broderie jetzt für den Scheich Mohammed an der Spitze. Broderie an der Außenseite mit dem Kommando vor Emerita. Dahinter dann Folie de Louise an der Innenseite. Broderie ist aber vorne auf den letzten 300 Metern. Broderie geht auf und davon. Broderie mit Soufiane Sadi ist die einsame Spitzenklasse und spielt hier Katz und Maus mit der Gegnerschaft. Der Sieg geht nach Frankreich an Scheich Mohammed. Dahinter dann auf dem zweiten Platz. Da sieht man Emerita, die Lokalmatadoren vor Folie de Louise. Und dahinter sah man dann Viva Gloria mit Nika und Cesara und dann Isol Canary.